Ja, hi, hier ist der Olli von Session. Ich zeige euch heute von Fernandez die Ravel Elite Tremolo in Black Cherry. Fernandez Ravel, es gibt ein paar Besonderheiten auf der Gitarre, ist wirklich der Hammer, ihr habt es am Ende gehört. Vielleicht mache ich doch mal so raus, sorry, das ist immer das Gleiche. Die Fernandez Ravel Elite kommt mit einem Sustainer. Und ein Sustainer ist wirklich eine super geile Erfindung. Ihr wisst ja, wenn ihr bei genügend hoher Lautstärke eine Note mit viel Gain irgendwie laufen lasst und ihr habt einen glücklichen Moment, dann gibt es eine Rückkopplung. Ja? Das ist nicht immer ganz einfach, man kann das manchmal erwischen, manchmal auch nicht. Ja? Das heißt, wenn ich aber, ich mache das gerade mal ohne Sustainer, ja, die, halt, wo ich natürlich mal heimgehen wieder. Dann ist es so, dass mir der Ton ein bisschen verreckt, dass ich natürlich mit viel Drehen und ein bisschen auf die Rückkopplung achten, funktioniert das schon. Ja? Wenn ich aber den Sustainer anschalte, dann bekomme ich einen ganz definierten Ton. Ja? Voll der Hammer, ne? Und manchmal ist es so, dass man manchmal so einen Oberton erwischt, ne? Wenn man so vorm M steht, man reißt eine Note an, auf einmal kippt das in so einen Oberton um. Das funktioniert bei der Gitarre auch. Da kann ich einfach den Schalter umlegen, dann kriege ich den gleichen Ton eine Oktave höher. Ein Spielzeug, ja, aber es ist natürlich klar, man kann natürlich so manche Sachen so, man kennt es, oh, jetzt hat sie gezwitschert, ohne dass ich was gemacht habe. Man kennt es auch vom E-Bow her, ne? Man kann mit dem E-Bow praktisch über die Seite fahren und der E-Bow regt die Seite zum Schwingen an und man kann dann diese ganzen Legato-Geschichten machen. In dem Fall ist es praktisch in der Gitarre integriert, ihr könnt es hier oben mal sehen. Am Hals gibt es einen Humbucker, der auch gleichzeitig ein Sustainer ist. Ja? Das heißt, ich kann sozusagen entweder sagen, okay, es ist eine ganz, ganz normale, konventionelle Gitarre mit zwei Humbuckern, oder ich spiele praktisch auf einem Steg-Pickup mit Sustainer, was ihr gerade am Ende gehört habt. Ja? So, okay, von der Gitarre her haben wir es zu tun mit einem typischen, ich sag mal, Les Paul-ähnlichen Modell. Das heißt, ich habe den Mahagoni-Rücken auf der Rückseite, ist klar. Dann die Ahorn-Decke obendrauf, Set-Neck, ne? Also nichts Angeschraubtes. Sehr, sehr fette Geschichte. Ansonsten gibt es mein Lieblingsspielzeug, ein Floyd Rose obendrauf. In dem Fall übrigens ein Gold, ja? Das ist ein Sondermodell. Gab es nur auf der Messe. Serienmäßig läuft es in Schwarz. Ja? Aber in dem Fall habe ich mir mal die Goldene ausgesucht, weil es mir einfach super gut gefällt. Ich mag diese Kombi Weinrot mit Gold, finde ich immer sehr klasse. Ja? Vom Klang her geht es wirklich ganz, ganz stark in diese satte Les Paul-Ecke. Ich hab das ja schon mal angefangen. Ja, also praktisch genug Pfund, um auch so Klassik-Rock-Sachen zu machen. Ja, man hört es auch vielleicht auf dem Hals-Pickup so ein bisschen, dass das also kein Bolt-On ist, sondern wirklich ein fest angeleimter Hals. Ja, aber ich finde die Bestimmung
der Gitarre ist natürlich schon auch das High-Gain, ne? weil allein dadurch, dass man Floyd Rose hat, will man natürlich diese ganzen Metal-Geschichten oder Floyd Rose-orientierten Rock-Sachen auch mal zocken. Am Steg haben wir übrigens ein TB6 oder SH6, müsste ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall ein SH4, sorry, für alle, die mitschreiben. SH4, Jeff Beck, Simon Duncan. Ist mir manchmal ein bisschen fett, ne? Aber in dem Fall zur Gitarre passt prima. Ich zeig's gerade nochmal im High-Gain, es schmatzt wirklich wie die Hölle. Super geiles Spielzeug, ne? Man kann das praktisch auch halt dazufahren, wenn man weiß, man macht jetzt eine Note, die man stehen lässt, zack, Sustainer rein und schon pfeift es wie die Hölle. Echt der Hammer. Floyd Rose, ihr wisst ja, ist ein super schönes Spielzeug, wenn man echt eine Gitarre will, mit der man sehr, sehr heftige Vibratorarbeit veranstalten will, ohne dass sich die Gitarre verstimmt. Das liegt natürlich daran, dass die Gitarre hier oben abgeschlossen ist. Wir haben hier oben die gute alte Locking Nut, ja. Das heißt, die Saiten werden hier oben durch diese Plättchen abgedrückt, das heißt abgeschlossen, das heißt also Verstimmungen sind nicht mehr möglich. Und wenn ich dann natürlich. Immer wieder unglaublich, gell? Man fängt an und zerrt an dem Teil, dass man echt denkt, um Gottes Willen, gleich reißen die Federn raus und trotzdem ist die Gitarre danach dieselbe wie vorher. Es gibt keine Verstimmung. Gar nichts, ja. Also für solche Geschichten finde ich Floyd Rose echt klasse, weil da kann man echt einfach diese ganzen Wahnsinnssachen machen, die man normalerweise auf einer Standardstrat oder auf einer Gitarre mit einem Vibrato ohne Locking Nut nicht machen kann, ja. Okay, von den Specs habe ich es, glaube ich, sogar durch. Die Gitarre wird in Fernost gefertigt. Fernandes ist ja ein Hersteller, der sich in den 70ern schon einen sehr, sehr guten Namen gemacht hat, als Fender und Gibson. War ja diese bekannte Zeit, wo Fender und Gibson keine guten Gitarren gebaut haben. Da kamen dann so Firmen hoch wie Ibanez, Fernandes, also alles Japaner, alteingesessene Familienbetriebe. Und da hat Fernandes wirklich super geilen Kram gebaut und jetzt wird das Ganze wieder hochgefahren. Ja? Das heißt, ihr könnt bei Fernandes wirklich ein paar Sachen finden, die wirklich geil sind. Müsst ihr euch mal umschauen, ja? Yeah.
Jo, da sind wir schon wieder fast am Ende. Ich habe euch heute von Fernandes die Ravel Elite gezeigt. Und ich habe die Gitarre wie immer direkt aus der Ausstellung gezogen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Gitarren. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Auch sehr, sehr viele Sachen von Fernandes. Ja, einfach mal reinschauen. Wenn ihr zu weit weg wohnt, schaut mal unter www.session.de rein. Da sind die Sachen auch sehr, sehr schön mit allen Specs aufgelistet. Wir schicken die Sachen natürlich auch raus. Na, ihr wisst ja, 33 Tage haben wir Moneyback, 66 Tage Umtausch. Und ja, mir hat super Spaß gemacht und ich sage tschüss.